Hallo und herzlich willkommen, liebe Abonnenten und alle, die es noch werden wollen, zu einer neuen Mod-Review. Und zwar heute mal von Minecraft Clonecraft Version 2.0, eine sehr, sehr epische Mod, die ich euch heute mal vorstellen möchte. Also eine sehr, sehr geile Mod. Ich glaube, Concraft hat schon mal eine ähnliche Mod vorgestellt, aber diese Mod ist noch viel epischer, denn dort ist der Klon, den man erstellen kann, voll funktionsfähig und kann genau das, was ihr auch könnt. Und genau deswegen ist diese Mod auch super episch und ich werde euch zeigen, wie man sie installiert und wie man sie auch benutzt. Also bleibt ruhig dran. Als allererstes brauchen wir Minecraft Forge 1.6.4 und Strich 9.11.1.965 für die Version 1.6.4 von Minecraft. Das ist die aktuellste Version, auf der diese Mod auch läuft. Also braucht ihr einen Minecraft 6.4 Ordner, der komplett clean ist. Also nicht auf Drogen oder so. Nein, er darf also einfach nur keine Mods enthalten und dann ist es alles okay. So, dann nehmen wir mal die Forge Mod hier und gucken hier, installer.jar ist genau die richtige. Wenn da jetzt universal.jar steht, dann funktioniert Forge vielleicht nicht. Also immer die installer.jar nehmen. Die Links natürlich alle in der Beschreibung, wie man es gewohnt ist. Dann auf Öffnen mit Java TM Platform SE Binary. Wie wir ja wissen, habe ich ja schon mal gezeigt, wie man Forge installiert. Dann auf Install Client, auf OK. Dann dauert das ein paar Sekunden und dann müsste Forge auch gleich installiert sein. Das dauert immer mal ein paar Sekündchen. Also warten wir mal ganz gepflegt ab. Auf jeden Fall. Dauert ein paar Sekunden, dann ist Forge gleich drin. Das ist eine sehr einfache Installation von der Mod. Ihr müsst echt nicht viel machen da und da könnt ihr auch kaum was falsch machen, wenn ihr es alles so macht, wie das hier so gerade gezeigt wird. Also Forge ist installiert hier, successfully installed. Das ist natürlich perfekt für uns. Jetzt sehen wir in dem Minecraft-Ordner, hat sich eigentlich bisher gar nichts verändert. Das ist alles noch genauso wie vorher. Das ist nicht schlimm, denn Minecraft muss Forge erstmal installieren. Dafür öffnen wir mal den Minecraft-Launcher. Dann müssen wir gleich unsere Minecraft-Account-Daten erneut eingeben. Das macht Forge immer, dass sie einfach mal Minecraft so zurücksetzen. Dass sie einfach mal den Namen zurücksetzen. Es wird nicht der Account zurückgesetzt, aber ihr müsst euren Namen einfach nochmal eingeben. Auf Play drücken, dann auf E-Mail eingeben. Das müsst ihr wahrscheinlich auch machen. Muss nicht sein. Es kann auch sein, dass ihr das nicht machen müsst, aber ich muss es immer machen. So, dann machen wir das mal kurz. Dann das Passwort nochmal eben. Dauert auch nicht lang, ist ja eigentlich total einfach. So, dann haben wir das auch geschafft. Jetzt müssen wir bei Profile von unserem Minecraft-Account-Name auf Forge wechseln. Jetzt müssen wir die ganzen Sachen nicht mehr eingeben, sondern einfach nur auf Play drücken hier oben. Und dann haben wir es geschafft. Hier seht ihr auch schon, ready to update and play Minecraft 1.6.4 mit der Forge-Version. Also einfach auf Play drücken, dann wird das Ganze jetzt hier geladen. Ihr müsst nicht updaten, weil ihr die Version ja schon runtergeladen habt. Also es ist ein bisschen verwirrend, wie das da steht. Dann müsstet ihr euch jetzt einfach nur Minecraft starten, ohne Texture Pack, ohne alles, weil es ja nur ein Minecraft-Ordner ist. Deswegen habt ihr jetzt hier Minecraft gestartet und ihr seht auch schon, Minecraft Forge ist drinne. Wenn ihr jetzt auf Mods geht, dann seht ihr schon, Minecraft Forge ist komplett installiert. Also habt ihr alles richtig gemacht bis jetzt. Ich gehe mal auf Options und mache den Ton mal ein bisschen leiser, weil das ein bisschen stört sonst vielleicht. Auf Sounds auf ungefähr 10% mache ich mal. Ja, 10% dürften reichen. Difficulty auf, ja, machen wir mal auf Peaceful erstmal oder keine Ahnung. Ja, Peaceful. Für die Mod ist es auf jeden Fall besser, wenn wir es auf Peaceful lassen. So Musik ganz aus, damit wir nicht gestört werden, weil unsere Playlist im Hintergrund ja trotzdem noch weiterläuft. Controls. Ja, stelle ich mal kurz ein, weil ich das ja immer anders handhabe. Damit das doch gleich bei der Mod-Review alles perfekt läuft, wie wir das brauchen. So, haben wir das auch. Und ich würde mal sagen, wir haben es so gut wie geschafft. Das sind jetzt unsere Einstellungen hier. Also ich habe nochmal die Controls umgestellt. Jetzt können wir den ganzen Ordner wieder schließen, also Minecraft einfach nur schließen. Jetzt geht ihr auf Roaming, wieder auf euren Minecraft-Ordner. Ich glaube, ihr wisst, wie man da hinkommt. Ich hoffe, dass ihr das wisst, weil das ja essentiell ist. Das müsste man eigentlich wissen. Ich habe ihn auf dem Desktop als Verknüpfung einfach gespeichert. So, dann geht ihr einfach auf Minecraft hier auf euren Ordner und seht ihr schon, jetzt habt ihr einen Mods-Ordner erstellt. Der wurde von Forge eben gerade generiert. Das kennt ihr ja auch schon von meinen alten Tutorials. Dann geht ihr da drauf, da ist noch nichts drin. Jetzt tut ihr einfach nur diese Clonecraft-Mod. Ihr müsst die nicht öffnen oder so und dann irgendwas hier reintun. Nein, ihr müsst nicht mal das hier da einfach reinziehen, sondern einfach nur die ganze .zip-Datei einfach nach Mods verschieben. Ich kopiere es jetzt trotzdem einfach mal. So, einfach mal reinkopieren. Dann ist es drin. Jetzt ist eigentlich auch schon der Teil getan. Jetzt starten wir nochmal Minecraft und gucken, ob die ganze Mod auch installiert wurde. Denn dann sind wir erfolgreich gewesen. Das ist immer das Wichtigste. Immer noch auf Forge lassen, ganz wichtig. Denn Forge ist ja genau das Tool, was ihr braucht, um diese Mod überhaupt zu spielen. So. Jetzt kommt die Frage der Fragen, hat es funktioniert oder hat es nicht funktioniert? Das ist immer so die Zitterfrage, ob das ging oder nicht. Forge hat es gestartet und ihr seht auch schon, jetzt waren eben gerade 3 Mods aktiv, jetzt sind 4 Mods aktiv. Wenn wir jetzt reingucken, sehen wir hier Clonecraft 1.2. Perfekt, wir haben es geschafft zu installieren. Also sehen wir uns gleich bei der Mod-Review wieder. Bis gleich, Freunde.
Und da wären wir auch schon in der Mod Review Welt angekommen. Hier sehen wir auch schon alle Crafting Rezepte, die wir brauchen, um diese Mod ordnungsgemäß auch zu nutzen. Und ich fange mal gleich an bei dem einfachsten Crafting Rezept, das wir zuallererst brauchen, um überhaupt diese ganze Mod starten zu können. Dafür nehmen wir uns erstmal eine Nadel, die wir hier brauchen. Und die craftet man sich folgendermaßen, indem man einfach diese 5 Eisen Ingots nimmt und ein Gold Ingot, hat man eine Nadel. Davon brauchen wir 2 Stück, wie wir ja auch schon angezeigt bekommen. 2 Iron Ingots bedeuten hier für mich 2 Nadeln brauchen wir im Verlauf des gesamten Prozederes. Hier haben wir schon eine kontaminierte Nadel, die gehört nicht mehr dazu, die packe ich mal hier rein. Wir haben eine Empty Needle also bekommen. Also, und mit dieser Nadel müssen wir jetzt folgendes machen, einfach in der Hand halten und Rechtsklick. Dann haben wir unser eigenes Blut aufgesaugt quasi. Wenn wir jetzt im Singleplayer wären und im Game Mode 0, dann würden wir jetzt ein Herzschaden und eine Übelkeit, ein Übelkeitsbuff noch bekommen, aber das kann man mit Milch ja sowieso beheben, also ist egal. Dann haben wir jetzt unser Human Blood, also das menschliche Blut. Jetzt brauchen wir folgendes, und zwar eine Test Tube. Davon brauchen wir auch 2 Stück, die macht man sich, indem man einfach diese Glasscheiben in dieser Form anordnet. Und dann hat man sich eine schöne Empty Test Tube gecraftet. Da fehlt aber noch was. Hier an den Ecken muss auch Glas sein, sonst klappt das Ganze nicht. Das habe ich vergessen zu machen anscheinend. Da habt ihr eine Empty Test Tube. Und diese Test Tube braucht ihr auch insgesamt 2-mal. Nehmen wir uns mal die hier und tun sie in unser Inventar rein. So, jetzt gehen wir zu unserem Crafting-Feld. Könnt ihr aber auch in eurem Inventar machen, denn da braucht man nicht viel zu. Dann nehmen wir jetzt hier unser Human Blood in der Nadel drinne. Eine Empty Test Tube, dann haben wir jetzt hier ein Human Blood. Hier haben wir auch schon Human Blood, das habe ich im Creative Mode erstellt. Wenn wir das jetzt gemacht haben, müssen wir einfach nur uns eine Centrifuge craften. Das ist das kleine Ding, was so aussieht wie ein Braustand, nur etwas komischer. Und jetzt brauchen wir dazu nochmal diese Sachen, um uns das zu craften. Hier Pistons, Eisen und einen Diamanten brauchen wir, um uns eine Centrifuge zu craften. Ist ganz einfach eigentlich, ist nur ein bisschen teuer. Das ist das Einzige. Jetzt brauchen wir noch Kohle dafür, um das ganze Teil auch anzufeuern. So, das brauchen wir natürlich immer. Kohle. Da ist auch schon Kohle drin, also habe ich gut gemacht. Jetzt nehmen wir einfach unser Human Blood, was wir hier erstellt haben, und tun es einfach da rein und drücken auf Spin, wenn Kohle drin ist. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Dann wird es jetzt ein bisschen dauern und das Ganze wird durchspinnen. Das dauert so in etwa 2 bis 3 Minuten in Echtzeit. Also sehen wir uns auch jeden Fall gleich wieder, meine Freunde. Die Verarbeitung unseres Blutes ist so gut wie abgeschlossen und jetzt haben wir hier wunderschönes, separiertes, menschliches Blut bekommen. Jetzt brauchen wir, um das Ganze nochmal ein bisschen weiter zu verarbeiten, brauchen wir noch eine Nadel. Die Nadel, die man schon verwendet hat, kann man nicht mehr verwenden, weil sie kontaminiert ist. Also ganz wichtig, immer wegwerfen. Dann holen wir jetzt noch eine Nadel aus dem Inventar heraus, aus dem Creative Mode, tun die Nadel hier weg. Dann haben wir wieder eine normale Empty Needle. Es muss immer eine Empty Needle sein, keine kontaminierte Nadel, denn dann geht das Ganze auf jeden Fall nicht. So, jetzt tun wir mal wieder das Craften hier. Gehen wir hier rein, Empty Needle rein, dann noch das Separated Human Blood rein. Und dann haben wir hier eine menschliche DNA in der Spritze drin. Das heißt, wir haben auch eine kontaminierte Test-Tube jetzt, die wir auch nicht mehr benutzen können. So, jetzt kommt auch schon der letzte Schritt der ganzen Sache. Jetzt brauchen wir noch ein einfaches Ei, ein ganz normales Hühnerei, ein Empty Egg. Und das müssen wir einfach nur, das ist das einfachste Crafting-Rezept überhaupt, wir müssen einfach nur dieses Ei jetzt nehmen, einfach in unser Inventar anscheinend tun oder am besten in den Crafting-Table. So, dann gehe ich mal zu unserem Crafting-Table hin und tue das Ganze mal da rein. Einfach ein normales Hühnerei rein tun, dann haben wir jetzt hier ein Empty Egg, wo unser Klon später draus schlüpfen soll. Jetzt haben wir das Empty Egg hier, tun das ins Crafting-Feld rein, plus unsere DNA und wir haben ein Unactivated Human Spawn Egg, was wir hier auch schon haben, das hatte ich vom Creative Mode noch vorher. Und mit diesem Ei können wir jetzt folgendes machen, wir können jetzt unseren Klon erstellen, aber vorher sei nochmal gesagt, früher in der 1.5.2 musste man dieses Ei noch mit Redstone ausbrüten, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Wenn wir das Ei setzen, bam, haben wir unseren Klon hier namens Steve. Und jetzt kommt noch eine sehr coole Sache an der ganzen Mod, wir können jetzt hier in den Options einfach den Namen ändern, jetzt kommt das Geilste von allen. Ich kann jetzt einfach meinen Minecraft-Namen eingeben, meinen Minecraft-Account-Namen zum Beispiel hier. Und der bekommt jetzt auch noch meinen Skin, den ich gerade anhabe, seht ihr auch gerade hier, hui, mein Klon und ich und so, ne? Ja. Es ist so geil, ihr könnt jeden Skin eingeben, den ihr wollt, denn diese Mod greift auf die Minecraft Mojang Minecraft.net Skin Datenbank zu. Wir können jetzt auch einfach ungespielt oder sowas hier rein tun, haben wir ungespielt. Und das habt ihr auch schon auf Facebook vielleicht gesehen, mein Foto mit ungespielt, das war natürlich ein Fake, das war natürlich dieses Bild hier. Da habe ich einfach ungespielt hier als Klon erstellt. Ihr könnt auch einfach irgendjemanden nehmen, ihr könnt auch Freunde von euch nehmen. Ich kann jetzt auch zum Beispiel den guten Knetinator hier reinholen. So, dann haben wir ihn hier drin, das ist so easy einfach, also es ist die beste Mod. Aber zum Demonstrieren nehme ich einfach mal meinen eigenen Klon hier. Also nenne ich mich einfach jetzt so, wie ich in Minecraft sowieso heiße. So. Also ihr könnt einfach hier irgendjemanden eingeben, irgendeinen Namen, den es bei Minecraft.net registriert gibt. Und dann bekommt er euren Skin. Sogar mit den Kopfhörern zum Beispiel ist auch jetzt auch drin, könnt ihr auch machen.
Ihr könnt also einfach euren Skin hier implementieren. So, jetzt gehen wir ins komplizierte Menü. Dann sehen wir auch schon, das obere Inventar ist unser Inventar, das untere ist sein Inventar. Also hat der Skin, hat der Klon quasi einfach ein genauso großes Inventar wie ihr. Und das ist doch total episch. So, jetzt haben wir hier noch, das ist sein Rüstungsfeld. Also können wir ihm auch Rüstung anziehen, das habe ich auch hier schon mal gemacht. Das machen wir auch mal kurz, aber bevor wir das tun, ja, weißt du was, wir machen es einfach jetzt direkt. Und zwar können wir jetzt einfach in unser Inventar gehen, die Diamond-Sachen rausnehmen, aber wir werfen einfach ihm die Sachen zu. Und was tut er? Er zieht sie tatsächlich an. Das heißt, der Klon ist so intelligent, dass er direkt die Rüstung einfach von sich aus anziehen kann. Das ist nämlich ziemlich cool. So, es wird wieder Tag geworden. Das heißt, und wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt folgendermaßen haben, ich gehe mal jetzt hier, hole ich mir meine Iron Chestplate beispielsweise. So, eine Iron Chestplate. Dann sehen wir auch schon das Selektionsvermögen dieses Klons. Dann ziehen wir mal die Diamantsachen wieder aus. Jetzt hat er das nicht mehr an. Jetzt werfen wir ihm zum Beispiel eine Iron Chestplate zu. So, was macht er? Er zieht sie an. Wenn wir jetzt die Diamantsachen nehmen, ihm die wieder zuwerfen, was macht er dann? Er zieht die Diamantsachen an. Er zieht immer das Bessere an, was er kriegt. Also wenn wir ihm zum Beispiel jetzt ein Diamantschwert geben, dann nimmt er das Diamantschwert. Wenn wir jetzt ein Holzschwert geben und ihm danach das Diamantschwert geben, dann nimmt er immer das Diamantschwert, weil das halt die bessere Waffe ist. Also der Klon, der kann auch schon zwischen den Waffen auch unterscheiden. Er ist sehr intelligent in dem Fall. Aber er steht jetzt so dumm rum und macht gar nichts. Aber das wollen wir doch eigentlich nicht. Er soll ja für uns nützlich werden und für uns Sklavenarbeiten erledigen, oder? Wie jeder anständige Klon das so macht. Und das wollen wir auch gleich mal demonstrieren. Wir haben hier einfach sein Menü, sein Inventar, schön und gut. Da gebe ich ihm jetzt einfach mal ein Diamantschwert. So, gucken wir mal, was er macht hier. Hat er ausgewählt. Ich gebe ihm aber auch noch andere Diamantwerkzeuge. Ich gebe ihm einfach mal alles Mögliche, was er gebrauchen kann. Eine Axt wäre ganz cool, braucht er aber jetzt gerade nicht. Er braucht einfach nur eine Spitzhacke, braucht er auf jeden Fall. Und ich gebe ihm auch noch mal eine Diamanten. Ho, gebe ich ihm auch nochmal eine Diamanthacke. Und die Spitzhacke gebe ich ihm auch einmal. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel einfach mal demonstrieren, was der Klon so kann, dann werdet ihr gleich sehen, dass es total episch ist. Wir haben jetzt hier Sachen, verschiedene Sachen. Hier können wir den Klon killen, also dann ist er tot einfach, dann kommt er nicht wieder. Hier können wir ihn kopieren, das habe ich bisher nie geschafft, das hat irgendwie nie funktioniert. Jetzt können wir auch noch hier Entities to attack and blocks to break. Denn der Klon kann auch Sachen abbauen und Mobs angreifen. So, wir können ihm auch XP transferieren, also unsere XP quasi diesem Klon geben. Allerdings nützt ihm das nichts. Wenn ich jetzt will, dass er eine verzauberte Waffe trägt, dann verzauber ich die Waffe und gebe sie ihm einfach und fertig ist der Nack. Also, hier können wir noch Teams machen, da könnt ihr die Klone in Teams organisieren, da können sie sich gegenseitig bekämpfen. Ihr könnt übrigens so viele Klone, wie ihr wollt, erstellen. Das ist ziemlich episch. Hier zeige ich euch einfach mal von ganz von vorne, wie das Ganze geht. Wir haben jetzt hier unseren Namen, dann fangen wir mal an. Fight off. Wenn wir es onstellen, dann wird der Klon alles umbringen, was er sieht und was wir ihm sagen, was er umbringen soll. Sprint, dann ist der Klon wirklich sehr schnell. Wenn wir jetzt Sprint aufmachen, ist er, dann geht er. Wenn man ihn halt anmacht, dann ist er schneller als wir im Sprint, also wirklich krass. Bei Follow, dann folgt er ihm einfach irgendwo hin, das ist ganz klar, glaube ich. Break Blocks ist ganz normal. Also wenn wir jetzt ihm sagen, er soll irgendwas breaken, dann muss man auch Blocks anmachen. Wenn wir jetzt ihm sagen, er soll Kohleblöcke zerschlagen, dann müssen wir auch Break Blocks onmachen, ansonsten macht er trotzdem nichts. Break Roughly, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Diamantblock habt oder einen Diamant... Ja, ein Diamanterz. Und das ist hinter einer Wand von ganz viel Cleanstone. Dann wird der Klon, wenn ihr Break Roughly anmacht, dann wird der Klon diese ganzen Cleanstone-Blöcke zerschlagen, um zum Diamanterz zu kommen. Wenn ihr allerdings Break Roughly ausmacht, dann wird er nur das Diamanterz holen, wenn es auch kein Hindernis dazwischen gibt. Also nur wenn das Diamanterz wirklich frei liegt, würde das Diamanterz abbauen. Ganz einfach. Pick Items sollte, glaube ich, eigentlich eher normal erklärbar sein. Pick Up Items ist halt, dass er einfach Items aufnimmt und ins Inventar tut. Wenn man halt Walk to Items anmacht, dann wird er auch zu den Items hinrennen und dann wird er sie halt auch aufnehmen. Wenn ihr allerdings jetzt Pick Up Items ausmacht, dann wird er nur zu den Items hinlaufen und da wird er nichts aufheben. Es ist empfohlen, beides anzumachen, ist ja wohl klar, glaube ich. Retaliate, keine Ahnung, was das ist, habe ich nie ausprobiert. Guard Position, dann beschützt euch euer Klon beim Kampf. Wonder weiß ich auch nicht, aber da irgendwas mit Wandern wahrscheinlich zu tun. Jump on Attack, da wird er die Gegner halt anspringen, wie man es weiß. Stats on, das ging früher mal, da konnte man immer die Lebensanzeige sehen. Die kann man jetzt leider nicht mehr sehen, das ist ein bisschen doof. Aber der Klon heilt sich auch mit Essen, wenn man ihm Essen gibt, wenn er halt angegriffen wird. Und viel mehr, da wird der Klon halt einfach dünner oder dicker, je nachdem, was man halt für ein Geschlecht haben möchte. Curious, dann geht der Klon immer so in der Gegend ein bisschen rum und ist ein bisschen neugierig halt. Und Farming ist halt, dass er einfach für euch Felder abernten wird. Aber das werde ich euch jetzt alles noch zeigen, also Freunde, bleibt da hoffentlich noch dran. Wir machen einfach mal das Einfachste. Wir sagen ihm jetzt einfach mal, er soll einfach mal ein Erz abbauen. Wie machen wir das? Ganz einfach, wir gehen auf Blocks to Break. Dann können wir hier einfach auswählen, welchen Block er zerbrechen soll. Wenn wir jetzt sagen, oh, ich will, dass er alle Erze zerbricht und das ist so langsam, lang und mühselig, dass wir jetzt alles anklicken sollen. Nein, das ist ganz einfach. Ihr geht einfach auf Select All Ores
Dann habt ihr hier auch schon die ganzen Sachen. Da Diamond Ore zum Beispiel. Wenn ihr jetzt einen Ort suchen wollt, dann geht ihr einfach hier oben zum Beispiel Coal ein. Da kommt da auch Coal. Kohle ist gerade ausgewählt, also wird er jetzt Kohle zerbrechen. So, er macht aber nichts. Warum wohl? Ist ja klar. Weil wir nicht die Option Break Blocks angemacht haben. Und das ist natürlich genau schlecht. Ich mache mal auf jeden Fall auch Sprint on, damit er ein bisschen gut ist. Follow mache ich auch on. Und dann mache ich auf Break Blocks on. So, jetzt wird der ganze Berg hier abgebaut von ihm. Das ist so episch. Ihr könnt mit dem auf Mining Tour gehen. Er wird euch einfach jeden einzelnen verdammten Block abbauen. So. Und da wir auch die ganzen Sachen nicht. Wir haben jetzt bisher noch nie eingestellt, dass er die Sachen aufsammeln soll. Also wird er das jetzt auch nicht tun. Ich stelle einfach mal bei den Options jetzt das Break Blocks. Lasse ich on. Aber bei den Optionen von Blocks to Break mache ich jetzt einfach mal die ganzen Ores aus. Unselect all. Ganz wichtig. So, jetzt wird er nichts mehr zerbrechen. Aber soll die Items jetzt einsammeln. Also auch Optionen. Dann haben wir hier noch Walk to Items. Pickup Items hat er nicht an, aber Walk to Items, da wird jetzt die Items einfach einsammeln. Und dieser Klon, können wir zeigen, der Klon ist super schnell. Guckt euch das an. Er kann schneller sprinten als man selber und schneller Sachen abbauen als man selber. Also er ist quasi ein Pendant zu einem selber. Er ist besser als man selbst. So, da haben wir das jetzt geschafft. Da hat er die ganzen Sachen abgebaut. Ich würde sagen, Mission completed. Aber der Klon soll noch mehr können. Ich werde einfach mal jetzt da hinten hinstellen, den Klon. Ich lasse ihn mal hier hinten. So. Damit er jetzt nicht sofort dahin rennt, denn jetzt will ich, dass er das Schwein da hinten, was wir hier sehen, das soll er töten. So, das machen wir mal folgendermaßen. Options, jetzt haben wir hier noch Black Break Blocks is on, das wollen wir aber auch nicht. Wir wollen einfach nur Entities to Attack. Jetzt wollen wir ihm, dass er Schweine angreift, aber wir machen erstmal die Options hier. Fight on, jetzt greift er nichts an, weil halt noch nichts ausgewählt ist. Jetzt machen wir mal Attack, dann können wir hier All Animals anselecten. Dann wird er alle Tiere angreifen, die friedlich sind. So, aber er tut es nicht, weil Break Blocks roughly ist geradeaus. Das heißt, er wird das Schwein nicht töten, weil da ein Zaun drum ist. Jetzt kommen wir, lassen wir mal hier hingehen. Übrigens, er teleportiert sich auch zu einem, wenn man wegläuft und zu weit weg ist, dann wird er auch zu einem hin teleportiert. Jetzt ist er hier. Ist also quasi wie ein besserer Hund. Jetzt zerbrechen wir mal den Zaun. Was wird unser Klon tun, wenn wir jetzt hier ihn sagen, komm her, mein Kumpel? Er kann halt nicht so gut springen, das ist das Problem. Das Schwein läuft weg. Ist das gut oder schlecht? Was denkt ihr? Das ist, glaube ich, eher schlecht für uns und ist eher kontraproduktiv. So, Kumpel, das Schwein ist hier. Greif's an. Ich würde mal sagen, ich freue mich drauf. So, er ist gerade ein bisschen träge, glaube ich, da hinten. Er will gerade nicht irgendwie. Hat er wohl keinen Bock hier. Ach so, ich glaube, ich weiß, warum das so ist. Ich habe ihm nicht gesagt, dass er das Schwein angreifen. Doch. Ich habe ihm gesagt, er soll Mobs angreifen. Also greift er jetzt auch den Tintenfisch dort hinten an, würde ich mal sagen. Ich glaube, das ist seine Intuition. Das wird der Klon gerade machen. Was tut er? Er hat das Diamantschwert in der Hand. Er ist zum Anschlag bereit und er bringt den Tintenfisch um. Sehr schön. Er wird also jeden Mob, den ihr ihm sagt, wird er einfach umbringen. Er greift einfach alles an. Er greift wirklich alles an, außer den Ender Dragon und den Wither. Aber sonst greift er auch Creeper an und sowas. Hat er überhaupt keine Scheu vor. Wir sagen ihm einfach mal, er soll jetzt einfach nur das Schwein angreifen. Das können wir auch tun. Und das machen wir folgendermaßen. Wir gehen einfach hier hin zum Klon, sagen ihm Entities to Attack. Dann sagen wir Unselect All. Jetzt ist nichts mehr ausgewählt, glaube ich. Genau. Jetzt sagen wir einfach nur das Schwein. So, jetzt geht er zum Schwein und tötet es sofort. Das heißt, er ist so aggressiv jetzt und wird einfach jedes Schwein, was er sieht, umbringen. So, haben wir das auch gezeigt hier. Da machen wir mal wieder alles aus. Unselect all, damit er nichts mehr angreift. Jetzt noch die letzte Station, die wir euch zeigen wollen. Ihr könnt euren Klon auch als mobile Farming-Maschine benutzen. Und zwar für Weizen oder Karotten, Kartoffeln. Ist es egal, was ihr nehmt. Ihr könnt einfach alles benutzen. Ich hole mir mal kurz Knochenmehl, damit ich wieder nachpflanzen kann, um euch zu zeigen, wie krass der einfach farmt. Bone Meal. So, jetzt gehen wir mal hin hier. Dann sagen wir ihm jetzt einfach mal, er soll... Ganz wichtig, wir müssen auf jeden Fall Break Blocks on machen. Und wenn wir jetzt hier einen Zaun drum machen würden, um das ganze Weizenfeld, und wir müssen Break Roughly anmachen, dann würde er den Zaun durchbrechen und das Weizenzeug einfach alles abfahren. So, jetzt machen wir hier auf Break Blocks, Blocks to Break, und suchen jetzt nach Weizen. Aber jetzt würden die meisten den Fehler machen und einfach nach Wheat suchen. Das gibt's aber nicht. Ihr müsst einfach nach dem Saatgut suchen. Also gebt ihr einfach Crops ein. Dann kommt ihr hier hin, select, so. Und ich habe kaum ausgewählt, er hat schon abgebaut. Er ist so schnell. Und wenn ihr jetzt nachpflanzt, jetzt kommt der Hammer. Ihr müsst wirklich das auch währenddessen ausstellen, wenn ihr nachpflanzt, weil er wird sofort abfahren. Sofort. Da, ich fahre jetzt nach. Und wenn es greif ist, dann wird es sofort abgebaut von ihm. Also er ist super schnell. Er macht einfach euer ganzes Feld wieder... Ja, er ist einfach leer. Es ist einfach leer. Ihr könnt irgendwie noch einstellen, dass er das ganze Feld nachpflanzt, aber das will ich euch jetzt nicht zeigen. Das ist ein bisschen kompliziert, glaube ich. So, jetzt machen wir mal Farming off. So, Farming on. Ich glaube, wenn man Farming on macht, dann macht er auch, dann pflanzt er auch nach, wenn man ihm Seeds gibt. Ich gucke das mal. So. Er sucht gerade noch nach einer Quelle. Seht ihr? Da haben wir es. Ja, komm, pflanz. Habe ich noch nie ausprobiert. Also, das habe ich noch nie gemacht. Jetzt können wir mal gucken, ob er das macht oder ob er es nicht macht. So, erstmal hier. Er wird einfach alles sofort
wegbashen. Ich glaube, wenn man jetzt einfach da ihm sagt, dass er das hier abfarmen soll, dann wird er auch gleich was nachpflanzen. Ich weiß nicht genau, habe ich noch nie getestet, also ist jetzt quasi so ein Beta-Test für mich selber. Wenn man das jetzt nachmacht, wenn man es einfach jetzt wegmacht, dann wird er, glaube ich, nachpflanzen. Nee, tut er nicht, ist aber auch egal. Das war so im Großen und Ganzen die ganze Mod. Ihr könnt einfach wirklich alles damit machen. Ihr könnt einfach diesen Klon mitnehmen auf Reisen. Er ist einfach super episch, ihr könnt mit ihm kämpfen. Er hat ein eigenes Inventar, er hat eine eigene Rüstungsauswahl. Ihr könnt einfach alles mit ihm machen. Ist so für mich zumindest die epischste Mod, die ich jemals gesehen habe. Das könnt ihr nochmal, kann ich euch nochmal zeigen gerade hier. So, Save and Quit. Jetzt mache ich nochmal meine andere Welt an, hier New World. Dann kann ich euch mal zeigen, was man damit anstellen kann, wenn man denn irgendwie hier mal ein bisschen lustig ist. Hier habe ich nämlich alle YouTuber hier so möglich aufgestellt. Jetzt könnt ihr auch Aufnahmen faken. Ja, so. Hallo und herzlich willkommen zu einer Aufnahme. Ich nehme gerade mit 1000 YouTubern auf, die wir alle kennen, ne? Haben wir hier die ganzen YouTuber erstellt, einfach alle Skins aus der Datenbank eben halt geholt. Den Concrafter, den Ungespielten, den ja, den Gommer, den Tuddle, den MC Expert, den Kalibur, den Wolfins, den Revi, den German Let's Play, den Zombie, den Stegi und den Nodop haben wir jetzt einfach mal hier aufgestellt. Das sind einfach alles so Skins, die wir halt von der, ja, vom Klon einfach her gemacht haben. Mit denen können wir jetzt einfach eine riesige Farming-Tour in der Höhle machen. Wie episch ist das bitte, Leute? Also könnt ihr mal reinschreiben, wie ihr diese Mod findet. Also, das war so im Großen und Ganzen die ganze Mod-Review. Haut da auf jeden Fall rein. Bis zum nächsten Mal. Die Review ist jetzt damit zu Ende. Ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen und weitergeholfen. Damit sage ich ciao und bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Hey Zuschauer, ja genau du. Na, wie hat dir das Video gefallen? Wenn du mehr sehen willst, guck auf Facebook, YouTube, auf Soundcloud für meine Musik oder auf Twitter für meine Zwischenmeldung nach. Bleib fresh, Dude.